Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen noch weiter mit Mais, aber in letzten Zügen. Aktuell spielen wir auf 30. Und bleibt doch dabei, bis es hell ist. Das dauert hier noch eine Weile. Wir haben ja späten Herbst. Muss ich mal gucken, wo der Anna alles ist. Ja, nehmen wir gleich selber, ne? Ja, ne? Also Mais, Reste. Und später muss ich mal schauen, weil der Wachstum kommt sicherlich durch oder ist schon durch. Ob uns die Kartoffeln. Ach hier, jetzt kann man schon Kraut abwehren. Ich bekam schon Angst, verdaut, verfault. Also Wachstum. Wir könnten Kraut abwehren, aber das machen wir automatisch mit Maschinen. Ne? Also das ist ja nicht so. So, hier wäre auch so ein Feld, ne, abgeerntet. Oder hier die Brücke, das hat mir am Herzen, ne. Aber aktuell finanziell nicht möglich. Also BGH hat Geld gebracht. Kein Vermögen, wie erwartet. Ja, die zahlen nicht mehr so gut, ne, wie früher, ne. Es hält uns immer Wasser, aber halt nicht. Ja. Ich muss sehen, dass wir irgendwie anderweitig Geld verdienen. Dass wir die Düngerfabrik in Schwung kriegen. Dass die immer eine entsprechende Rohstoffe kriegt. Dass wir die Gülle zur BGH fahren, ja, noch ein bisschen mehr verkaufen. Oh, fahren wir noch Mais kaputt. So, wo ist der? Der Hexer fährt noch nicht unter Licht. Denkt sie auch, ist Kurs programmiert, wir brauchen kein Licht. Spare ich mir ein. So. Aber ich finde ihn nicht. Da vorne müsste er sein. Oh, doch, hat doch Licht. Er hat doch entschieden, mal Licht zu machen. Na gut. Vorne vor ohne Licht. Ja, lecker wenden. Ja. Hat sie auch gebracht, ne? Gut, ne, nicht weiter schlimm. Geht ja nicht anders, ne? Ja, eins haben wir noch hoch runterfahren. Dann sollten wir durch sein. Gut, wenn wir jeden Tag 200.000 für die BGH kriegen, dann geht's. Aber mit Lohnkosten, da verstehe ich noch nicht ganz. Aber gut. Ein bisschen mehr nach vorne fahren, ne? Ja, so. Später Herbst heißt ja uns nachher. Für Winter vorbereiten. Temperaturen sind ja auch entsprechend, ne? Ja, aktuell ist es nass zu ernten. Ich glaube, aber Rüben müsste gehen. Kartoffeln. Ich sag mal so, Kartoffeln sind ja nicht so wie Getreide. Also Kartoffeln ist ja die Erde nass. Das heißt, wenn die Kartoffeln auf einem richtigen Boden gepflanzt wurden, also einem sandigen Boden, sollte die Ernte kein Problem sein. Probleme nur im Herbst, wenn es nass ist und der Boden lehmhaltig ist und somit nicht befahrbar ist. Beziehungsweise die Erde so klebt, dass sie nicht voneinander trennen lässt. Also normalerweise ein Bauer, der wird das so pflanzen, dass er den Boden nicht so nutzt. Ungünstig. Ne? Also Lehmboden ist dann da im Herbst. Da kannst du großes Pech haben, das trocknet nicht ab. So, 96, 97. Komm. Und 2%, da muss ich extra wenden. Aber das Maisfeld ist bald geschafft. Dann mache ich gleich Kreuze. Er hat nur gesagt, das Feld 19 gekauft werden soll, ne? Naja gut, da war ich selber. Aber wir haben letzte Bahn, das ist auch voll fast, ne? Jo, voll.
Arm rüber. Zum anderen Traktor. Das müsste da vorne, wo so ein Licht schimmert, so ist. Da links könnte was sein. Ja, ja, da ist er. Dann stellen wir dahinter und machen ihn gleich rein. Den Fuzzi. Mal sehen, wie er reagiert, ne? Oder wir fahren gleich hinter den Fotzel. Und dann wetten, dann hält er an. Ja, gut. Steckt nicht drin, ne? Im System hier. So. Kriegen die mal einen Keks hier. Können die woanders hinfliegen? So, einstellen. Das fährt dann alle Ruhe Richtung Startpunkt. Einstellen nicht. Aber starten. So. Ja, schönes Geld. Oh, 0 Grad, ne? Oh gut, das macht den Mais ja in dem Sinne nicht. Das ist ja eigentlich reif. In welche Richtung? Die Dame wählen, Richtung TP. Kursplay Ernte hier. So, früh um 5. Oh, da muss ich aufstehen nächste Woche. Aber das schaffe ich auch. Muss ja, ne? So. Letzten Meter. Junge. Noch nicht mal voll. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es hier. Endlich geschafft. Dann können wir ja noch die Tiere versorgen in der letzten Folge entsprechend. Und dann hier noch die Gülle verkaufen wir hier. Und so. Schweine umstallen, ne? Schweine versorgen, Kühe versorgen, also sowas. Da steht ja an, ne? Wasser geben, Futter. Unkraut wächst schon wieder. Das haben so lange geerntet, dass es sogar blüht. Fahren wir das meiste Heu trocknen. Dann ist es auch trocken, ist auch konserviert. Müsste auch funktionieren normalerweise. Aber das ist ja kein Gras. Der minus 0, das ist ein Blödsinn, das gibt's gar nicht. So, es gibt einen großen Dong. Fertig. Mais ist fertig. Ich mache drei Kreuze. Wo haben wir die Kreuze? Ich wollte nicht. Aber so ist das, ne? Entlassen. Und tja, dann können wir hier rausfahren, ne? Ob das Grasfeld gewachsen ist? Das wäre noch interessant, ne? Das ist so geblieben. Jo, ist es so, ne? Ja, 6.13 Uhr. Gerade die ersten Vöglein singen, ne? Bäume sind schön dunkel, sind schön bunt geworden, ne? Also fast laublos. Laub, ja, laublos, ja. Ja, so ähnlich. Ja. Dann werden wir gleich die BGH entsprechend den Bruder fahren lassen. Da ist er abgestürzt. Gut. Muss überlegen, was man so macht. Also verdichten lassen. Aber wir haben ja noch ein Gewicht daran, zweites, und dann können wir das entsprechend gleich
Ach Junge hier. Hat keinen Bock, wa? Motorschaden. Wahrscheinlich. Oh ja, Prost. Entschuldigung. So dunkel, so dunkel. Zu dunkel. Oh, heute kriegen die Schweine noch ein bisschen Besuch. Oder Artgenossen. Neue hinzu. Jo. Ups. Oh, große Nachfrage. Bestimmt Bier, aber Bier habe ich keinen da. Das ist das Gewicht. Dach. Wenn man gleich mal Gas geben und raufbringen alles hier. So. So streng. Und I. Streng I. Zu. Denn da stehen bleiben war nicht geplant. Gib Gas, Junge! Wie gesagt, das ist ja das letzte Mal, wo du hier fahren musst. Nur einmal musst du noch rauffahren. Und den Mist abgeben. Vollgas! Den brauchen wir nochmal, um die Reste aufzunehmen. Aber erstmal fahren wir sowieso nochmal ein paar Mal hin und her. Und so. Komplett mal auffahren die Sache hier, den Rest. Wie gesagt, das ist schon heftig, weil die kippen so schmal ab, die Brüder. So, dann können wir gleich den Einhänger und sie schauen. Ja, gemietete Fahrzeuge. Zurückgehen. 4 Stunden gefahren. Und weg ist er. Jetzt haben wir keine Mietkosten mehr. Also ab morgen sind Mietkosten frei. Macht sich auch bemerkbar über den Tag. Aber gut. 4000. Ah, wir haben ja gut verdient nebenbei, ne? Groß ja auch nicht. So, gleich den nächsten nehmen. Lassen. Mit Schwung. Nein, wie? Den brauche ich für Kühe füttern. Oh, den hell! Jetzt können wir nämlich auf normal Schnittchen gehen, auf normal 5. Aber wie gesagt, nicht überlegen. Mache ich erst Tiere und dann die BGH. Ja. Mal gucken, unseren
Großen und Ganzen kannst du 2 Tage. Also in 2 Tagen musst du ran. Also Kühe. Kühe sieht gut aus. Da gibt es keine Probleme. Schweinestall ist schon mal im roten Bereich. Aber deswegen verhungern sie nicht. Der eine Stall ist mistig, der andere ist sauber. Warum weiß ich auch nicht. Das ist die gleiche Sorte. Und der ist auch gut. Gut, dann machen wir erstmal den Mais fertig. Lass mich mal ganz kurz den Fenster anmachen, gucken mal, wie das aussieht. Jetzt haben wir ein Gewicht mehr, 4%, das geht ganz gut. Muss man sehen, dass wir nach vorne ein bisschen aufsammeln. Ne? Da müssen wir noch raufgefahren werden. Wir machen ein bisschen platt. Wenn wir es platt gemacht haben, können wir mit anderen rüberfahren hier. Haben wir ganz gut rechts und links nichts an der Wand dran. Ups. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Wir machen gleich weiter. Dann machen wir die Lohne zu und dann haben wir fertig. Tschüss.